Alles Gute zum Geburtstag, Star Stable. Und hiermit herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Wir machen uns heute auf zum Geburtstag von Star Stable für 12 Jahre Star Stable. Aber bevor wir losgehen und die Quests machen, möchte ich gerne mit euch die kurzen News durchgehen, so dass wir auch wissen, was wir so machen können. Ja, als allererstes haben wir 7 wunderschöne Fellfarben vom Dartmoor Pony. Die stehen alle auf Steve's Farm und kosten 850 Star Stable. Welches Level musst du erreicht haben? 9. Also sobald du Level 9 bist und zu Steve gehen kannst, kannst du dir einen Dartmoor Pony holen. Dann haben wir neue Schabracken, die schauen wir uns auch jetzt gleich an. Wieso geht das nicht? Hallo? Ah, so. Und ich kann sie mir jetzt auf diesem Pferd nicht anschauen, aber wir sehen sie hier sehr, sehr gut. Alles sehr dunkle Farben, muss ich zugeben. Also kein Feuerrot oder leuchtendes Grün oder so. Leuchtgrün. You know what I mean. Dann haben wir Quests, Backe, Backe, Kuchen, goldene Hufeisen, die aber nicht wie sonst verstreut sind. Aber das werden wir im Laufe der Quests herausfinden. Das Seelenross ist wieder da und kostet 600 Starcoins. Wer sich daran erinnern kann, vor 2 Jahren gab es das Seelenross gratis. Und jetzt gibt es auch jede 30 Minuten ein Champi. Hier sehen wir es. Nee, warte. Hä? Wait. Wir aktualisieren und erweitern den Zeitplan für unsere Meisterschaften, sodass alle 30 Minuten eine Meisterschaft stattfindet. Wenn du dir deinen Tag einteilst, kannst du es einrichten, dass du an jeder der unterschiedlichen Meisterschaften teilnehmen kannst. Wieso ist dann nicht um jede... irgendwie ist es nicht... Irgendwie wurde das doch nicht aktualisiert. Aber ja gut, das wird dann irgendwann kommen. Und wir haben einen neuen Gegenstand im Bonus-Shop. Aber ihr Lieben, ich würde mal sagen, wir begeben uns jetzt da hoch auf unseren Festort da und machen die ersten Quests. Falls ihr keine Ahnung habt, wo ihr hin müsst, haben wir hier bei jedem Heimatstall Liv, die Festverantwortliche, und sie begleitet euch dann zum Festort. Alles Gute zum Geburtstag! Hey, wusstest du, dass gerade eine Geburtstagsparty steigt? Muss ich ein Geschenk mitbringen? Deine Anwesenheit ist Geschenk genug. Komm nach Moorland und feier mit. Es gibt lustige Aktivitäten und Torte. Möchtest du jetzt sofort hin? Ja, bitte, Happy Birthday. So, und dann teleportiert sie euch hierhin. Und es leckt und es sind mega viele Leute da. Hi. Wieso kann ich nicht mit ihr sprechen? Ja gut. Wir schauen uns hier ein bisschen um. Hier haben wir die Torte, die man kaufen kann. Ich kann nichts anticken. Hä?
Irgendwie packt es. Ja, mein Pferd hat... Ich kann nichts machen. Ja gut, macht das am besten nicht, weil sonst backt ihr. Ah, jetzt geht's. Falls es dann doch noch backt, dann könnt ihr einfach Fotomodus machen. Das hat funktioniert. Hallo und willkommen auf der Party. Danke. Wir haben jetzt Raketen bekommen. Geil. Wir wünschen uns alles Gute zum Geburtstag. Ein weiteres glorreiches Jahr auf Jorvik liegt hinter uns. Ich freue mich unbändig, dir unsere Geburtstagsfeier zu präsentieren, mit der wir jeden einzelnen Geburtstag dieses vergangenen Jahres feiern möchten. Komm, ich zeige dir, wo die Feier stattfindet. Oh Gott. Okay. Wir haben hier mehrere Shops, also achte darauf, dass du bei jedem Verkäufer vorbeischaust. Sie freuen sich über neue, lächelnde Gesichter. Oder neue Brieftaschen. Sieh dir nur dieses Pferd an. Ist es nicht großartig? Ein toller Gast unserer Geburtstagsparty. Ja, das Seelenross. Den kennen wir ja. Alter. Macht es jetzt die ganze Zeit diese Hintergrundgeräusche, weil mein Pferd irgendwie nicht ausgelevelt ist oder was? Fotografierst du gerne? Dann ist diese Leinwand vielleicht das Richtige für dich. Ich liebe es zu sehen, auf was für Ideen unsere kreativen Gäste damit kommen. Ja, das werden wir auch ein bisschen ausnutzen für unsere Fotos und Thumbnails. Ein paar unserer Gäste würden vielleicht gerne ein kleines Abenteuertour mit dir unternehmen. Sprich doch mal mit ihnen, wenn du Lust auf ihre Gesellschaft hast. Brauche ich jetzt nicht so unbedingt, aber ja. Falls du während der Feier dein Outfit wechseln möchtest, hier drüben ist der Platz für deine Sachen. Okay. Der Song ist geil, ist er neu? Magst du Feuerwerke? Wir lieben sie. Hier auf Jorvik werden sie besonders umweltfreundlich produziert und verschrecken auch die Tiere nicht. In diesem Shop kannst du Feuerwerk kaufen und es dann in dem Gebiet daneben steigen lassen. Es sieht besonders toll aus, wenn mehrere Leute gleichzeitig Feuerwerkskörper zünden. Okay. Ja, das Sonstige fürs Erste. Jetzt weißt du alles, was es über die Geburtstagsfeier zu wissen gibt. Denk dran, du kannst mich jederzeit noch einmal ansprechen, um dich an eine Herausforderung zu wagen und ein paar wirklich süße Sammelgegenstände zu bekommen. Nochmal Raketen. Wie viele Raketen bekommen wir? Oh, wow. Ich würde mal sagen, der Mollandmeister. Hallo, hallo, meine Freundin Ramona kümmert sich dieses Jahr um die Quiztrails. Ramona ist exzentrisch. Sie hat sich wahrscheinlich gekostümiert, aber du erkennst sie an den Geburtstagsballons. Spiel einfach mit, wenn sie in eine Rolle geschlüpft ist, beantworte die Quizfragen und hol dir einen Preis. Okay. Die ist im Stall anscheinend. Ich werde übrigens dann jede Folge zwischen meine zwei Accounts switchen. Die hier. Hieß sie nicht Ramona? Ramona wer? Nein, ich bin Beatrice und ich bin hier die Quizmasterin. Du willst auch Quizmasterin werden? Wie? Dafür braucht es jahrelanges Studieren und die Schleue der gesprächigsten Bobcat-Mädchen.
Was ein Wort. Du denkst also, du seist bereit, hm? So sei es. Beantworte die Moorland-Quizze und beweise, dass du eine wahre Quizmeisterin bist. Wirst du beschämt zurückkehren oder wirst du der Herausforderung Herrin werden? Gucken wir mal. Wem gehört der Moorlandstall? Die Moorland-Familie. Man darf hier nichts falsch machen, weil sonst muss man einen Tag warten, um es wieder zu machen. Wie heißen die Soul Riderinnen? Alex, Linda, Lisa und Anne. Okay. Wie heißt die Mine neben Moorland? Oh Gott. Damaskus oder Demaskus. Okay. Welche der folgenden Personen ist eine Hexe? Frau Holsworth. Obwohl Big Bonnie ist halt nervig. Wie eine Hexe. Was ist die Clubfarbe der Bobcat-Mädchen? Rosa? Wir schaffen das, Pink Pie. Wie heißt die Stallhilfe im Moorlandstall? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie war mal May. Oh Gott. Maya oder Maya? Oh mein Gott, oh mein Gott. Weil früher hieß sie noch May. Das weiß ich noch ganz genau. Wer ist Lorettas beste Freundin? Ten. Wir wissen alles, yay! Geil. Oh, ich finde das Set hier mega hübsch auf dem neuen Pony. Du bist schon zurück? Mal sehen, was du gelernt hast. Die Schülerin ist zur Meisterin geworden. Vielleicht trainierst du eines Tages die nächste Generation von Quizmeistern. Lebe wohl und nimm diese Belohnung als deinen Preis. Einen Pulli? Aha, die Häkeljacke. Pulli-Wetter. Geil. Okay, wir bekommen also jedes Mal ein neues Outfit. Geil. Aber ihr Lieben, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann morgen in der zweiten und nächsten Folge vom Geburtstagsevent 2023. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bye, bye!